Im zweiten Jahr ist der Provinzial gekommen und mich gefragt, ob ich nach Chile will. Und dann habe ich erfahren, dass 7 ungarische Studenten, also Freunde von mir, mit den Chilenern befreundet haben, die dort Theologie studierten. Und die haben dann vereinbart, dass sie nach Chile gehen wollen. Und nach dem Studium bin ich dann nach Chile gefahren. Ich erinnere mich, wir sind mit dem Schiff gegangen noch. Damals war noch nicht so leicht mit dem Flugzeug, ja. Und Buenos Aires angekommen, musste ich eine Woche warten, bis der Zug von Buenos Aires nach Santiago gegangen ist. Das ist eine lange Ebene und dann auf 300 Meter Höhe hinauf und dann nach Santiago. Und dort habe ich dann ein halbes Jahr bekommen, um Spanisch zu lernen. Das war dann Griechisch, Lateinisch, Deutsch, Französisch und dann noch Spanisch, ja. Aber ich habe dort wirklich ein Dreivierteljahr freigekriegt für Spanisch lernen und nur Spanisch, ja. Und ich habe das sehr ausgenutzt und als ich dann die Theologie angefangen habe, die Theologie war in Argentinien, dann habe ich schon genug Spanisch gekonnt. Aber als ich dann später dort angefangen habe zu lernen, dann habe ich immer einen Studenten gehabt, der mir meine Fehler aufgeschrieben hat. Ja? Und dann in jede zweite, dritte Woche gekommen, das sagt man nicht so, das sagt man nicht so. Das war also eine lange Sprachschule, habe ich gemacht. Vielen Sprachen, ja. Aber das war gut, in Chile war gut. Aber ich bin dann nach Argentinien und dort habe ich die 4 Jahre Theologie gemacht, ja. Und das war sehr gut. So, dass am Ende die Professoren den chilenischen Provinzial gebeten haben, dass ich dort bleibe als Professor. Und dann bin ich dort geblieben und gleich angefangen, Kurse zu geben. Ja. Und parallel ein Doktorat zu schreiben, mit der Aussicht, wenn ich fertig bin, dann kann ich eine Fahrt machen, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, nach Europa und herumschauen. 2 Monate, nachdem ich angefangen habe, Theologie zu unterrichten, ist der Rektor gekommen, die haben keine Spiritual für die Philosophen. Ja. Und dann habe ich das auch genommen. Ja. Und dann war ich 12 Jahre lang auch Spiritual nebenbei.